Hallo zusammen, hier ist wieder der Pedram. Ich bin, wie gesagt, 18 bis 20 Jahre Erfahrung und komme aus Gastronomie. Gelernter Barkeeper, jahrelang in der Bar gearbeitet, jetzt mittlerweile im Background, aber trotzdem hier ein bisschen in der Front. Ich arbeite im Venice Bar in Zürich. Das ist eine coole kleine Bar im Schiffbau hier oben. Kommen wir mal vorbei, würde mich freuen, euch zu sehen. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, 8 und 3, Dorian und Damian. Und ich bin gebürtiger Perser, vor 20 Jahren plus minus in der Schweiz gekommen. Und seitdem lebe ich in der Schweiz und sehe ich die Schweiz halt als zweite Heimat, weil ich bin mehr da gewesen als bei uns im Iran unten. Die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, das ist für mich die wichtigste Zeit, oder? So Sonntag, Montag, wo ich immer frei habe, ist die Zeit von meinen Kindern. Und die Zeit kann mir niemandem wegnehmen. Nachdem die Kinder auf der Welt gekommen sind, als mein erster Sohn auf der Welt gekommen ist, habe ich gesehen, wie schön das etwas kann sein, oder? Was das einfach ein kleines Wesen in den Arm nimmst, oder? Und das gehört dir. Das ist mir gewesen. Und dort hat es angefangen mit mir so. Ja, das sind die zwei wichtigsten Dinge in meinem Leben. Das ist so. Hobbys seit neuem habe ich angefangen mit trainieren, Sport machen. Ich habe noch recht abgenommen. Mache ich noch Sport. Eben die Zeit mit meinen Kindern. Cocktail kreieren, viel im Geschäft, mit den privaten Events, mit der Organisation und das Ganze. Schaffen ist wirklich mein Hobby. Und das ist auch etwas, was ich vom Herz mache. Ich meine, das ist was heutzutage ein bisschen fehlt, ist Blutgastronom. Der Beruf zum Hobby gemacht, sagen wir so. Ich kann irgendwann mal mich entscheiden, so einen anderen Weg gehen, so im Büro KV machen. Oder ich habe es genau 4 Stunden im Büro geschafft. Ich habe 2 Jahre Schule gemacht und genau 4 Stunden im Büro gearbeitet. Und das Diplom ist einfach daheim für nichts. Das ist nicht so. Ja, meine Welt. Ich brauche die Menschenkontakte. Ich muss mit den Menschen sein und den Leuten rundum im Mittelpunkt stehen. Das ist so. Ich bin so, wie ich bin. Das ist ja, ich spiele niemandem was vor. Und es ist auch wahrscheinlich, dass auch bei den Leuten gut ankommt. Oder? Und gute Laune, immer am Lachen, immer Spass haben im Leben. Und das bin ich, das macht mich aus. Ich versuche einfach das Beste aus dem Leben daraus zu machen. Ich meine, ich rede ja jetzt auch aus Erfahrung vor 20 Jahren, als ich in der Schweiz kam. Ich habe alles hinter mir lassen. Oder? Klar bin ich mit der Familie gekommen, aber ich habe alles hinter uns gelassen, immer da gekommen, ein neues Leben aufgebaut. Oder? Aber trotzdem nur versuche das Beste daraus zu machen. Klar, es ist schwierig gewesen. Aber man muss versuchen zusammenzuhalten. Familie ist für mich auf der ersten Linie. Oder? Familie ist sehr wichtig. Und ja, mache das Beste daraus, leben neu leben und geniessen jede Sekunde vom Leben. Das ist meine Lebenseinstellung, die ich jedem kann mitgeben kann. Geniessen jede Sekunde. Trauer nach nichts. Wie sagen wir, trauen nach nichts, oder? Weil es bringt nichts. Für mich, das ist meine persönliche Meinung. Zwing mich nicht zum Anschlag machen, weil das kann ich nicht. Eine Eigenschaft. Ja, ich habe das. Warte mal so. Und das kann mit jedem Finger, gell? Das kann...